Halleluja. Halleluja, rufen wir dir zu. Gesagt. Okay. Halleluja. Try to quote the whole verse. er kennt es auswendig, das ist gut. Ihr müsst vorstellen, der Herr sitzt da und hat so einen Fernsehsessel. Imagine the Lord sitting back in a lazy boy recliner. So ein TV-Stuhl, kennt ihr das? One of those big TV chairs. Und je mehr Feinde da zusammenkommen, umso höher geht es, so hydraulisch, gell? And you lean back further and the feet go up higher and higher and higher. Umso relaxter. To get even more relaxed. Aber das, was dabei zu verstehen ist, dass er nur sitzt und sich entspannt. But the main thing is to see here is the Lord just sits and he remains relaxed. Das ist nur mal grundsätzlich wichtig zu verstehen. Das haben wir ja heute auch schon zum Thema Heilung einmal so uns vor Augen geführt. We also saw that in our topic today about healing. Er sitzt dort. He's sitting there. Und wir machen den Job. And we do the job. Also nur zur Erinnerung, wenn wir dann beten, Herr, mach mal. And just to remind you, if we're praying, well, Lord, do this or do that. Dann sagt der Herr, geht gerade nicht, ich sitze da und halte meine Füße hoch. He says, well, I can't right now, I'm sitting with my feet up. Aber er sagt, ich sende dich. But he says, I'll send you to do it. Und wenn man jetzt diese Dinge anschaut, diese 8 Stellen, wo das vorkommt. And we look at those 8 places where this phrase occurs, under the feet of. Da steht immer, dass der Vater den Feind unter die Füße gibt. That it's the father who puts the enemy under his feet. Und nicht wir. Not us. Und zwar möchte ich als zentrale Stelle Römer 16:20 nehmen. In Romans 16:20. Du kannst hier auf dem Zettel lesen, da steht es auch. Okay. Da brauchst du nicht mehr nachblättern, hier ist Römer 16:20. Okay. Und zwar heißt es, der Gott des Friedens. And the God of peace wird in Kürze shortly den Satan unter euren Füßen zertreten. Will crush Satan under your feet. Und dann steht, die Gnade sei mit euch. And then it says, grace be unto you. So, jetzt kann man das richtig betonen, gell? So, ja, ja. Die Gnade sei mit euch. Yeah, he's really emphasizing, yeah, and grace be unto you. Das Interessante, also ich würde jetzt nicht mehr sagen in einem Gebet, ich bringe etwas unter die Füße. I wouldn't say anymore, I wouldn't mention in a prayer that I'm bringing something under his feet or under my feet. Weil bei all den 8 Stellen heißt Gott. In all of these 8 places it says God is the one that does it. Und es ist wichtig, dass wir das differenzieren. And it's important for us to differentiate between that. Das ist in anderen Teilen auch so, dass wir wissen, was ist unser Job und was ist sein Job. Is that is in other places we need to know what's our part of the job and what is his part. Und gerade wenn es um Satan geht, da ist es ganz sinnvoll, wenn man das wenn geht's richtig machen, gell? Yeah, and if it's concerning Satan, the devil, then it's pretty good if we get our part right, we do it right. Da steht Gott des Friedens. He says the God of peace. Ihr kennt ja die Friedensbewegung und so weiter. Das ist das sowas Nettes, sowas Gemütliches. We know this, the peace movement and everybody peace sign, and it's all nice and. Der wird zertritt, einer, der mit Frieden zu tun hat, zertritt was. Hey, was ist denn das für ein Typ? The one, the God of peace, the one that has to do with peace,
Also der crush mit Peace, someone or crush something under our feet, what does that have to do with peace? Der vom Peace Movement, der müsste ein bisschen so nett sein, so ein bisschen schunkeln und ein bisschen, was weiß ich, Haschisch und so weiter, also dass das locker ist, oder? Also, with, ist a, with a peace movement, you gotta be buddy, put your arms on each other and sing Kumbaya and then smoke a joint, be funny and everything. Jetzt wisst ihr, was er in seiner Jugend gemacht hat, gell? Er kann das. Frieden bei Gott ist was anderes. Peace, the peace that comes from God, is something different. Mir hat jemand mal gesagt, Frieden ist dann, wenn der Feind tot ist. A definition is peace comes when the enemy is vanquished. Nicht schlecht, gell? Out, dead, zero, K.O. All inclusive. Und wenn man jetzt schaut, Jesus Christus hat den Feind völlig besiegt. Steht irgendwo, glaube ich, in irgendeinem Buch, gell? Jesus completely triumphed over the enemy. It's written in there. Und er hat das Ganze öffentlich gemacht. Er hat es öffentlich zur Schau gestellt. And he did it in the open. He made a public show of it. Es ist also kein Geheimnis. So it's not a secret. Und trotzdem tun wir so, als wäre das noch nicht so ganz in dem Zustand. But we act as if it wasn't quite exactly that way. Und dann steht hier etwas, und das hat er damals vor 2000 Jahren gesagt. In Kürze. And it says, he said this 2000 years ago. Shortly I'll do this. Shortly. Was heißt denn das schon wieder? Now what is that supposed to mean now? Also wenn das in Kürze sein sollte, dann hätte das ja schon längst geschehen müssen, weil das war ja vor 2000 Jahren, oder? If it was going to occur shortly, then it must have happened a long time ago, because this is over 2000 years ago. Was das vom Griechischen her wörtlich heißt, also ich sage euch das jetzt als einer, der sich wirklich in Griechisch auskennt, gell? Now you look at the original Greek, now I'm acting like I really know Greek now. Zum Glück ist der George gerade drüben und muss irgendwas mit dem Computer machen. George is busy with his computer over there, so he's not here right now. In Kürze heißt, so schnell es nur möglich ist. When it says shortly means just as soon as it's absolutely possible. Also wenn's noch nicht möglich ist, dann geht's noch nicht. And if it's not yet possible, then it won't be yet. Es braucht eine Möglichkeit, dass es geschehen kann. It has to have a possibility where it can happen. Aber sobald es möglich ist, dann sofort. But as soon as that opportunity is there, then right away, immediately. Und jetzt kommt das, wo wir ins Spiel kommen. And then comes the part that we play in there. Unter euren Füßen. He will be put under your feet. Wer fühlt sich angesprochen? Who feels included in this? Also, sind das die Füße von Jesus? Sind das die Füße von Jesus? Are those the feet of Jesus? Wenn er sagt, eure Füße? When he talk about under your feet? Also jetzt wird's persönlich sozusagen. Und jetzt ist die Frage der Möglichkeiten, weil sozusagen das jetzt das schwache Glied in der Kette ist, unsere Füße. Now that's when you're talking about like a chain, the links of a chain, the feet, that's probably one of the weak links of a chain. Also, wenn es bis jetzt noch nicht möglich ist, könnte es möglicherweise an unseren Füßen liegen. If it's not yet possible, the possibility has not yet come, could it be maybe the problem is maybe with our feet? Deswegen die Gnade sei mit euch. That's why this grace be unto you. Ich meine, du musst dir das so vorstellen, also ein Barfuß-Indianer. Imagine a barefoot Indian. Und der geht da irgendwo spazieren auf Glassplitter oder sonst irgendwas. And he goes and he's walking on broken glass and things like that. Der kann noch solche Bizeps haben. He can have such strong biceps like me. Aber als Barfuß-Indianer kommt er nicht weit, wenn da irgendwelche Glassplitter gestreut sind. But even though he's an American Indian, he still has a hard time walking because there's broken glass on the ground. Und deswegen ist jetzt eine interessante Stelle, die mir dann ins Auge gefallen ist,
wie ich unlängst einmal auch über das gepredigt habe und das noch gar nicht so gesehen habe, wie ich es dann erst mitten in der Predigt offenbart bekommen habe. And I didn't see it that way, the way I saw it revealed in the middle of the preaching. Wir haben das diese Tage schon einmal zitiert bekommen, die Waffenrüstung Gottes. We were hearing during this conference about the weapons the of our warfare. And deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, steht da in Epheser 6 von 13 an. Therefore put on the whole armor of God. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, noch nicht auf eure Nase gefallen seid. So that you will be able to stand on that in that evil day and not fall on your face. Das heißt also, wenn du den Job getan hast und so richtig dich verausgabt hast und völlig fertig bist, dass du immer noch stehen kannst. So that when you've gone through that terrible battle and you've defeated the enemy and you've won and everything, it's finished, you can still stay on your feet. Das ist der Grund, warum wir die ganze brauchen. That's why they need the whole armor of God. Also wir kennen das mit dem Schild, wir kennen das mit dem Schwert und so weiter. We know this with the shield and with the sword and the helmet and Helm und so weiter, alles mögliche. We know all of those different. So klassisch eine Waffenrüstung. The classic protection of armor that they wear. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, dass Sandalen eine Waffe sein können? But have you thought of the fact that sandals, good sandals, can also be a weapon? Also so manche deutsche Prediger reden von Stiefeln, gell, weil die denken an unsere Bundeswehr. Some preachers, when they preach it, they say, put on those boots, because they're thinking of the Bundeswehr, the army or something. Aber hier steht, dass unsere Füße unterbunden werden mit Sandalen. But it says that put on or tie on those sandals on your feet. Under binding. On your legs, or tied to your legs. Unter den Sohlen. Also unter den Füßen wird eine Sohle unterbunden. Okay, well, there's a sole that, for that sandal or what for your feet that's tied onto your leg that's, that covers your feet. Sonst ist das gar nichts. And there's nothing else besides that. Das ist so etwas, was du anziehst, wenn du am Strand spazieren gehst. So something like you might wear, like your flip-flops or when you're going on walking on the beach. Aber genau das macht den Unterschied. But that's that makes the difference. Und damit kannst du über Glassplitter gehen. And then you can walk over broken glass. Du kannst das beste Schwert haben, du kannst den tollsten Helm haben und du kannst ein dickes Schild haben. You can have the best helmet, the best thickest shield and all the stuff and the spear in your hand, you can have all of that. Und du kommst aber keinen Meter weiter, wenn du barfuß unterwegs bist. But you can't get very far if you're barefoot. Und darum heißt es, die Füße mit Sandalen unterbunden, mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Says your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. With the preparation of the gospel of peace. Die Sandalen heißen Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. That's what those sandals here, having your feet shod with the preparation, getting ready for the gospel of peace. Die Sandalen sind nicht von Gucci. Nicht von Gucci. Das ist die Marke von Italien. Oh, okay. Ganz teure Sandalen. Oh, okay, I get it now. But they're not with the brand name Gucci. Sondern die sind von der Marke der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. They're for the preparation of the gospel of peace. Und da steht nichts vom Verkünden. It doesn't say anything about going out and proclaiming or preaching. Es gibt einige Übersetzungen sozusagen, wo man das hinzugedichtet hat. Now there's some translations where they kind of work that in there. Sondern ich behaupte, hier geht's darum, um das Evangelium des Friedens zu sein. It's talking about the way I see it. It's to be able to be the gospel of peace. Und wir haben schon wieder das Wort Frieden. Vorher haben wir den Gott des Friedens gehabt und hier haben wir das Evangelium des Friedens. Before we had the God of peace, now we're talking about the preparation of the gospel of peace. Und wenn wir das in diesem Sinne sehen, dass Frieden dort ist, wo im Prinzip der Feind tot ist. And we say well, victory must be that's where the enemy is dead. Dann ist es etwas, dass wir Repräsentanten von diesem Zustand sind.
then we have to be representing this condition or this situation. Und das ist wiederum das Motto von diesem Wochenende, dass wir verändert werden zum Sein, dass wir das sind. Now this is the whole motto of this weekend, that we be changed so that we can be, is in order to be this. Der Unterschied von dem, dass wir ein Evangelium verkünden oder ein Evangelium sind, was glaubt ihr, was das ist? There's a difference between proclaiming the gospel or being the gospel. What do you think that difference is? Wenn du eine Novelle über das Licht liest, what if you read über was? Ein Licht. Okay, if you read a novel about light, dann kann das, wenn man da noch ein paar Liebesbeziehungen und vielleicht ein paar Katastrophen hineinbringt, ein spannender Roman werden. You can put love stories in there and put some suspense in there and you can make a really good book out of it. Aber wenn da tatsächlich Licht ist, dann ist dort keine Finsternis mehr. But as soon as real light comes in, there's no more darkness. Weil solange du eine Geschichte übers Licht liest, muss noch nicht ganz hell sein. You can read a story about light in the dark. Und da geht es darum, dass wir Bereitschaft haben, das Evangelium des Friedens zu sein. We have to be this readiness to be that gospel message. Und das ist das, was unter den Füßen unterbunden wird. And that is what our feet are shod with. That is what is tied to our feet. Wir brauchen uns nicht aufpumpen und so tun, als ob dass wir jetzt so die Gorillas des Glaubens sind. We don't have to pump ourselves up like the gorillas of faith. Sondern wir sagen, Vater, ich bin bereit. We just say, Father, I'm ready. Ich stelle mich zur Verfügung. I make myself available. Damit das geschehen kann, was du verheißen hast, das sein soll. So that can take place the way you promised it to be. Und dann wird das in Erfüllung gehen, dass er in Kürze den Satan unter euren Füßen zertreten kann. Then that will be fulfilled where it says, and shortly Satan will be crushed under your feet. Denn wenn wir dieses Evangelium des Friedens sind, dann ist das die Möglichkeit, die dazu notwendig ist, dass er handeln kann. So that when we become that gospel of peace, then he is able to act on it. Dann werden diese Füße brauchbar für das, dass er das tun kann, nämlich zertreten. Then those feet are now able to do what he plans to do, and that is to crush something. Und das ist eine der ersten Prophezeiungen, dass das geschehen wird in der Bibel. And that's one of the first prophecies that it will happen in the Bible. Er wird ihm den Kopf zertreten. It says he will crush his head. Kennt ihr die Stelle? You know where that's written? Und es wird sich erfüllen, wenn wir diese Bereitschaft zum Evangelium des Friedens haben. And that will be fulfilled when we have this readiness of this preparation to be the gospel of peace. Und wie ich da so in dem Konflikt lebte, dass wir so locker und flockig immer wieder mal gesagt haben, wir bringen etwas unter die Füße, einfach so, wow, wir sind die super Gorillas. And we try to, you know, put on a good show of it and say, yeah, we're the super gorillas and we're going to do the job and we're going to get it under our feet, no problem. Yet. Also wir kennen das ja auch, wir bringen ja hin und wieder die bösen Mächte von der ganzen Welt irgendwo hin und schicken sie dahin und dorthin und dann meistens passiert gar nichts, gell? And they will say, we're going to take the powers of darkness and send them here and send them there. We'll do this and this and that and get them out of this and there. And nothing happens. Wir haben viel Lärm gemacht und haben uns dabei gut gefühlt. Made a lot of noise and felt good about it. Aber passiert ist nichts. But nothing really happened. Und wie ich das so mitbekommen habe, dass hier steht und Gott tut es. The way I read it, it says, God will do it. Das heißt ganz klar, ich brauche das nicht tun. That means I don't have to work at doing it. Aber ich bin im Spiel, in dem ich möglicherweise Teil dieser Füße bin. But I have a part to play in this, in that I am part of those feet. Und da sitze ich so einen Sonntagsmorgens in unserem schönen Garten bei einem herrlichen Sonnenschein und sag, Herr, ich möchte von dir etwas ganz Klares hören. So like someone sitting in a beautiful garden on a sunny morning and saying, wow, Lord, I want to do something for you.
Nein, ich will was hören. Excuse me. Ich will nichts tun. I want to hear something from you, Lord. Das war Sonntag und hätte Ruhetag sein sollen. It could have been a peaceful Sunday otherwise. Und tatsächlich, also ich bin ja jetzt nicht einer, der viel hört, gell? Und auch nicht viel sieht, gell? Es kommt hin und wieder vor, aber wenn dann, ist meistens ziemlich heftig. Well, I'm not one that sees things and hears things a lot, but when it does, then it's usually pretty powerful. Und ich höre dann dieses obergeistliche Wort Reanimation, einer Reautomatisation. And I hear this word that says Reautomatisation. Reautomization. Automatisation. Reautomatisation. Reautomatisation. Es ist schwer zum Nachreden, gell? Also auch zum Hören war schwer, gell? It's a new one on us. Was soll das denn, gell? Now what in the world is that supposed to mean? Ich wollte ja irgendeine Offenbarung, ich wollte ja was von Gott hören. I wanted to have some kind of a revelation, I wanted to hear something from God. Ich wollte nicht jetzt da so ein, was weiß ich, technisches Handbuch bekommen. I didn't want to get a technical handbook. Und ich konnte im ersten Moment nichts anfangen. I couldn't do anything with this. Und ich habe dann meiner Frau dieses Wort gesagt, das ist so gekommen und also es war aber deutlich, es war eindeutig, also es war nicht irgendwie. I said it to my wife and she didn't know what to make of it, you know, I said, but I heard it very loud and clearly. Es war eben auch absurd genug, dass man dann entsprechende Aufmerksamkeit gibt. It's absurd enough, you're trying to take notice of this. Und nach einer Weile, meine Frau ist jetzt wirklich Weltmeister im Googlen. In what? Googlen. Googlen. Oh, Googlen. My wife is a world champion with Googling. Kennst du nicht Googlen? Google. Okay, I thought. Hast du schon mal gemacht? I thought you said Kugel. I said. Nein, man, zum Kugeln ist meine Frau zu schlank. Okay, my. She's the best. She's the best at it. Das könnte ich eher machen, aber. Na jedenfalls sagt sie, Automatisation hat eine griechische Wurzel. She says, automation has Greek roots to it. Und dann, ja gut, wenn das so ist, dann muss ich schauen, wo kommt das in der Bibel vor. Okay, well, if that's the case, then it must have turned up somewhere in the Bible. Und tatsächlich kommt Automatisation zweimal in der Bibel vor. And that word is, automation is mentioned twice in the Bible. So, jetzt sage ich euch, wo das vorkommt. Apostelgeschichte 12, Vers 10. Acts chapter 12, verse 10. Und was haben wir noch? Markus 4, 28. Mark 4, 28. Also fangen wir an. Well, let's start here. Das ist im Prinzip, das kennt ihr von jedem Supermarkt. Von jedem Supermarkt kennen wir das. Das ist ja so biblisch, weißt du, so im Neuen Testament, Supermarkt und so weiter, kennst du ja, gell? Supermarket in der Bibel. Supermarket is in the Bible. We know that. Du gehst da hinein und die Tür öffnet sich automatisch. Oh, you walked up to the door and the door opens automatically. Du gehst hinaus, die Tür automatisch. When you go out, the door automatically opens. Und über so einen Supermarkt ist auch schon die Rede im Neuen Testament. And a supermarket like that is also mentioned in the New Testament. Also jetzt in der Apostelgeschichte 12, Vers 10. In Book of Acts, chapter 12, verse 10. Als sie aber durch die erste Abteilung, wo es die Getränke gab, und dann durch die zweite Abteilung, wo es das Waschmittel gab, gegangen sind, öffnete sich die Tür zur Stadt. After they went past the vegetables and then went further past the juices and drinks, they got to the next and the gate opened up and they were out in the city. Und dann steht dort automatisch. And there, that word automatic is mentioned there. Und sie traten hinaus und gingen die Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. And he went out, they went out in the street and right at that moment the angel departed from Peter. Also du musst jedenfalls einen Engel haben, damit du sowas erleben kannst. You have to have an angel with you so you can experience something like that. Beim Aldi oder beim Lidl, je nachdem, welcher Engel du whether, bist. Whether you're by Lidl or Aldi or one of those places. Nein, Mann, das ist die Geschichte von Petrus, wo er im Gefängnis war. This is the story of Peter when he was in prison. War nicht unbedingt jetzt gerade ein Supermarkt.
It wasn't exactly like supermarket. Und er hat auch noch ein bisschen gesagt, bitte zwick mich, weil ich glaube, ich bin im Film. And he said, come on now, pinch me, because I think this must be a movie or something. Und wie er da so durchgeht und die Tür sich automatisch öffnet. And he walked past those guards and the doors just opened by themselves. Da hat er das noch nicht so in die Relation gebracht, wie wir das heute anschauen. He didn't look at it back then, maybe the way we might look at it now. Die zweite Stelle in Markus. The other place this is mentioned is in Mark. Da steht, dass Pflanzen automatisch Frucht bringen. Is that plants automatically bring fruit. Und vorher steht, das Reich Gottes ist wie. And it said, before that says, the kingdom of God is like. Dass die Erde selbst automatisch Frucht hervorbringt. That the earth automatically brings forth fruit. Zuerst Gras, dann die Ehre und dann voll mit Weizen an der Ehre. First the sprout comes up, first the leaf and then the stalk and then finally the grains, or the leaves and the grains. Und jetzt muss man das irgendwie schauen, dass man das zusammenbringt. Do we have to see that somehow we fit this all together? Inzwischen war ich natürlich schon sehr hellhörig geworden und habe gemerkt, dieses Wort hat doch eine geistliche Bedeutung. And then I realized, well, this word has some kind of spiritual meaning in any case. Also, Re heißt so ähnlich wie bei Reanimation, dass man so quasi etwas, was nicht mehr lebendig erscheint, wieder sozusagen reanimiert und Leben wieder in Aktion kommt. This part of the word Re is like reanimation. That means something that wasn't living or wasn't looking like it was alive anymore. You bring it back to a living state, so it's living again. That's one way this re is used. Und neben dem, dass ich das Wort gehört habe, habe ich auch noch was gesehen. And since I've heard that word, so I knew that word, I began to see something. Das war so einmal ein Moment, wo wie quasi Ostern und Weihnachten für mich zusammengekommen ist. Ein Moment wie Ostern und Weihnachten zusammen. It's one of those moments where Easter and Christmas occur at the same time. Es gibt nicht mehr Monate, wo ich höre nichts, sehe ich nichts, gell? There's months that go by, I don't see anything, I don't hear anything. Gut, dass ich ein paar Freunde habe, die das können, die sehen und hören. Now, it's good to have friends that can see and hear all these things all the time. Was habe ich gesehen? What was it I saw? Das Fundament einer nagelneuen Fabriksanlage. I saw the foundation of a brand new factory setup. Philipp, bist du da? Philipp, are you there? Nicht? No. Weil der ist ja der Interpreteur von solchen Sachen, der weiß ja, der kann ja dann gleich sofort eine Story erzählen, so wie er über Träume und so weiter, das ist herrlich. He can really interpret a lot of things like in dreams and stuff, he can really do well with that. Und diese Fabrik hatte lauter frisch betonierte Sockeln, die ein genaues Fundament hatten für die speziellen Maschinen, die da drauf gebaut werden. In this foundation for this factory, there were certain foundations and stands that were built with freshly poured concrete that were to support big machines and big heavy industry things. Also das waren so mit unregelmäßigen Rechtecken und so weiter, so wie dann eben die spezifischen Maschinen ein Fundament brauchen. There were oblong and trapezoid type shapes and rectangles and stuff made for those machines that are going to be placed on that pedestal. Und das hat so den Anschein, dass das eine Fabrikshalle ist für die automatische Produktion einer Sache. And it appeared to be, this is a factory that's going to make automatically things, be working automatically to make things automatically. Was dann am Ende dabei rausschauen wird, das werden wir vielleicht noch in Zukunft sehen. And was bedeutet das konkret? Das weiß ich jetzt noch nicht. What does that mean concretely? I can't say right at this time. Aber es ist etwas Größeres, weil es war eine riesengroße Halle. But it was something, must be something big, because this hall, this factory floor was huge. Vielleicht ist der eine oder andere von euch dabei involviert, weil ich allein und wir als kleines Team können das nicht betreiben. Well, maybe there's some people here also involved in this, because we just have a small team here and we couldn't handle something big or huge like that. Jedenfalls, die Quintessenz von diesem Wort Reautomatisation. Just the gist of this word
Re-automation. Did I get that right? Ja, schon mit der Zeit kommt es, gell? Also ich werde dann für dich beten, weil das ist unser Problem. Automatisation ist für uns ein Problem. Wir machen alles selber. Well, automation is hard for us because we try to do everything all by ourselves. Herr, hilf uns. Lord, help us. Automation. Okay, thank you. Automation, thank you. That makes re-automation it. Ist unser Problem. Re-automation. Re-automation. Thank you. I'll get it. Re-automation. Sollen wir das einmal alle üben? Re-automatisation in Deutsch. Automatisation. Kommt mit der Zeit, gell? Also es ist ein kompliziertes Wort, aber es ist sehr segensreich, weil es geht nämlich um die Frage, annehmen oder machen. It's a really blessing. It's a complex word, but it's really good because it means annehmen. Either accept it. Take it, receive it, oder machen, or do it. Und das ist gerade in dem Bereich. Ihr habt das eben in der Frage, wie ist es mit den unter die Füße bringen? And then, now the question is now. In dem Kontext ist dieses Wort dann gekommen, obwohl ich es nicht gleich verstanden habe. What does that to do with, or how does it come to the part of putting things under your feet? And what's the connection there? Es geht offensichtlich um die Reautomatisation des unter die Füße bringen Lassens. It has something to do with the re-automation of bringing things under our feet. Die ursprüngliche Problematik, die wir ganz am Anfang in der Bibel lesen, bedeutet oder heißt Unabhängigkeit. The real problem, the thing that we see that's in the Bible, the root is just being independent. Und das zieht sich immer weiter fort. And it just keeps continuing on and on. Und wir können wiedergeboren sein, wir können mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. We can be born again, we can be filled with the Holy Spirit. Wir kriegen immer wieder Angebote, unabhängig zu handeln. We always get opportunities to deal independently. Und es geht um die Herausforderung, dass wir freiwillig entscheiden, dass wir ganz und gar in die Abhängigkeit der Leitung des Heiligen Geistes kommen. We need to get to the point where we are completely, entirely dependent on the leading of the Holy Spirit. Und wie das Wort es sagt, dass wir ruhen von unseren eigenen Werken. And the word, like it says, we rest from our own works. Und das ist wirklich nicht so einfach. And that's really not quite that easy. Weil kaum stehen wir in der Früh auf, werden wir umzingelt von all den Forderungen dieser vielen, vielen Werke, die so im Laufe des Tages da anstehen. We wake up early in the morning and we're surrounded by all the things that are going to have to get done somehow in this day. Und in dem Prozess stehen wir drinnen, dass genau das die Frage ist, annehmen oder machen. So that, then we get, have to get to that question, is it just receive it or try to make it, try to do it? Und wir haben das ja auch die Tage schon gesagt, dass eben der eigentliche Kampf jetzt nicht unmittelbar gegen den Feind gerichtet ist. And the real battle is not just directly against the enemy. Sondern dass wir den Angeboten von ihm widerstehen. So that, but rather that we resist all the offers that he tries to give us. Und dass wir uns freiwillig entscheiden, das zu tun, was der Herr vorgesehen hat. And that we, on our own, free will decide to do what we receive from the Lord, what we know the Lord wants from us. Und das empfinde ich, das war so diese starke Message in diesem sehr komplexen Wort, das er noch wahrscheinlich zwei Tage üben wird. Well, this Reautomatisation. Okay, and that was like what was getting out of this complex word that Kip will never get right. Reautomation. Super. Das war getting better, huh? Ja, total. Und dass
die Verbindung dann hergestellt wird mit dem Wort von Epheser, was heißt, dass wir mit der Bereitschaft zum Evangelium des Friedens beschut werden, untersohlt werden. We can see that where it said, well, our feet are shod with the preparation of the gospel of peace. Und das ist etwas, was er automatisch macht. And that's something that he will do automatically. Wenn wir sagen, ich bin bereit. As soon as we say, Lord, I am ready. Hebräer 2, Vers 8 ist noch so eine Hammerstelle, die das noch einmal so richtig zur Spitze treibt. Now, Hebrews 2, Vers 8 is a hard verse that really, really drives home the point. Gott hat alles unter die Füße von Jesus gelegt. God has put everything or placed everything under the feet of Jesus. Ich lese jetzt einfach mal die ganze Stelle und dann werden wir mal schauen, was das bedeutet. Denn indem Gott ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, was er ihm nicht unterworfen hätte. In that God put everything under his feet, there is nothing left that he did not put under his feet. Wisst ihr, was das Wort nichts im Griechischen heißt? You know what that word nothing, absolutely nothing, what that word is in Greek? Das heißt auch nichts. It means the same, absolutely nothing. Jetzt aber, it says, but now, sehen wir mit unseren Äuglein, with our little eyeballs right now, noch nicht alles unterworfen. We don't see everything that has been subdued to him. So, jetzt von vorne, um das Ganze noch einmal ein bisschen so im Detail anzuschauen. So let's look at that in detail. Da steht unter die Füße von Jesus. It says under the feet of Jesus. Und vorher haben wir gelesen unter eure Füße. And before it said under your feet. Wir wählen lieber jetzt Hebräer 2, weil das sind die Füße von Jesus und da geht uns das gar nichts an, gell? Well then in Hebrews 2 it is talking about under the feet of Jesus and had nothing to do with us, right? Jetzt müssen wir aber verstehen, was ist Teil des Leibes und was ist das Haupt des Leibes. Now we have to really see what is just part of the body and what is the head of the body. So rein jetzt von der Physiologie habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass da irgendwie so aus dem Kopf heraus ein Fuß wächst. I've never seen that out of a head a foot is growing. Sondern irgendwo der Fuß ist irgendwo am Leib dran. But the foot is somewhere on the body, part of the body. Also und wenn wir jetzt meinen, dass wir Teil vom Leib sind, dann könnte uns das doch wieder betreffen. And if we consider ourselves to be part of the body, then maybe we find ourselves there. We can be included in here. Und dann auch noch einmal die Sache, keiner von uns ist ein Fuß allein. But none of us is just a foot alone. Da gibt es auch Zehen, hast du schon mal gesehen? There's also toes. Have you seen those before? Großer Zeh bis zum kleinen Zeh, gell, so. There's this little piggy went to market, this little piggy stayed home. Big toe, the little toe. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Molekulartheologie. Übrigens, ich habe da hinten ein Heftchen, das könnt ihr euch kostenlos mitnehmen. Da ist in Kurzfassung die Molekulartheologie mit Bildern von Leonardo da Vinci drauf, der hat ja auch schon verstanden. This brochure here is all about parts of the body. Very interesting look at all the parts of the body, what they mean. Und wir brauchen auch diese Teile zusammen, die dann so ein Fuß werden, der dann gebraucht werden kann, damit er in Kürze was machen kann, damit die Möglichkeit gegeben ist. We'd have to have a healthy foot that's put together with all the right parts together, all working together, so that in shortly something can be done with these feet. Shortly beginnt dann, wenn wir bereit sind. And shortly begins as soon as we are ready. Wenn wir brauchbar sind dafür. As soon as we are usable. Brauchbar für das Reich Gottes. Usable for the kingdom of God. Und jetzt ist nur die Frage, die freiwillige Frage. Es ist immer diese Freiwilligkeit. Dass ich sage, okay, Herr, hier bin ich. Dein Knecht hört. And then there's this question of our
we ready to volunteer? How many of us are ready to say, Lord, I am ready, send me? Wer das irgendwie ausdrücken will, der kann jetzt aufstehen und sagen, Herr, da bin ich. If you're ready to express it that way, you can stand up and say, Lord, here I am. Ich identifiziere mich mit dieser Reautomatisation. I identify myself with this reautomation. Dass ich annehme, was du bereitet hast. That I accept and receive what you've prepared for me. Dass ich das sein kann, was du sagst, dass ich bin. That I can be, really be what you say that I am. Denn das ist der Schlüssel, dass wir das sind, was sagt, dass wir sind. Das ist, was dann in Kürze eingesetzt werden kann. That's the key, is that we are who he says we are, so that we, in shortly, we can be used. Ich setze das frei für jeden von uns, inklusive mir und allen, die da mit im Team sind, dass wir das empfangen können, in einer neuen Dimension, in einer neuen Stärke. I set that free for myself and for everybody here, so that we can all do that in a new power, in a new dimension. Dass der Gott des Friedens definitiv demonstrieren kann an unserem Leben, dass der Feind tot ist. That the God of peace can demonstrate in our lives and in our body that the enemy is conquered and dead. Und dass wir definitiv dieses Zeichen sind des Evangeliums des Friedens, dass wir es sind, dass es zu sehen ist, wie ein Banner aufgerichtet. That we are that sign, we are the sign, we are that gospel of peace, and it's clear to see from all over, like a banner. Vater, ich danke dir, dass du das alles auf deinem Herzen hast. Thank you, Father, that's what you have on your heart. Dass du das bereitet hast für jeden, der jetzt hier aufgestanden ist und sagt, ich identifiziere mich damit. And you've prepared that for everyone here, everyone that says, yes, that's me, I'm ready for that. Und danke, dass jetzt diese Reautomatisation startet. Thank you, Lord, that this re-automization is now starting. Dass das, was du bereitet hast, jetzt aktiviert wird in jedem Herzen und in jeder Seele und in jedem Geist. And that which you've planned and have ready is now being started up in every heart and in every spirit here. Und dass diese Halle gefüllt werden kann. Ja, genau, Livestream, auch jeder im Livestream ist mit eingeschlossen. Everybody in Livestream is included here. Dass wir diese Reautomatisation in allen unseren, in unserem Sein empfangen. That we receive this re-automation in all of our being. Und dass diese Fabrikhalle, wo das Fundament gelegt ist, And that big fabric or this factory hall where the foundation has been poured and been laid, dass diese mega Automatisationsproduktion starten kann, so that the machinery can be brought in, so that big time production can automatic production can start. Die Früchte des Reiches Gottes. The fruit of the kingdom of God. In Jesu Namen. In Amen. Jesus' name. Amen. So, jetzt geh zu jemanden und gratulierst zu dieser Freisetzung der Reautomatisation. So, go to your neighbor and congratulate them that they've now been re-automized. Doch deine Gnade ist, du machst mein Leben her, mit Liebe füllst du mich, ich kann nur staunen. Und ich sing, denn du bist gut und ich tanz, denn du bist gut und ich höre laut, du bist gut. Du bist gut zu mir, nochmal. Und ich sing, denn du bist gut und ich tanz, denn